Eine indogermanische Sprache ist eine Sprache, die zur großen Sprachfamilie eben der indogermanischen Sprachen gehört. Wir können verschiedene Sprachfamilien unterscheiden. Ich bin jetzt nicht wirklich der Linguistikprofessor. Ich bin jetzt der Yoga-Lehrer und ich kenne mich etwas aus mit Sanskrit, habe mich auch mal beschäftigt im Deutsch-Leistungskurs mit den verschiedenen Sprachfamilien, habe auch vieles gelernt. Aber ich will kurz sagen, die indogermanische Sprachfamilie, dazu gehören zum einen die indischen Sprachen, wie zum Beispiel Sanskrit, Gujarati, Bengali, Punjabi, Marathi und noch einige mehr. Es gehören dazu dann auch das Persische, welches zu den sogenannten indo-iranischen Sprachen gehören, die eben Teil der indogermanischen Sprachfamilie sind. Dann gibt es die Sprachen, die dann mehr in den europäischen Raum hineingekommen sind. Dazu gehört dann zum Beispiel das Deutsche und das Skandinavische, Norwegische und Dänische und Englische, das Holländische. Das gehören alle zu den großen germanischen Sprachen. Und dann gibt es, was auch zur indogermanischen Sprache gehört, die ganzen romanischen Sprachen, wie zum Beispiel Italienisch und Rumänisch und Spanisch und Portugiesisch und Französisch. Es gibt dann auch noch die slawischen Sprachen, wie zum Beispiel Russisch und Polnisch und Serbisch und Kroatisch, auch noch Bulgarisch. Dann gibt es die keltischen Sprachen, gut, da gibt es nicht mehr so viel, aber insbesondere das Gälische, aber früher gab es eine große keltische Sprachfamilie. Das sind jetzt, glaube ich, die wichtigsten Untergruppierungen der indogermanischen Sprachfamilie. Die indogermanische Sprache, man nimmt an, es gab irgendwann das Proto-Indogermanisch. Im 19. Jahrhundert haben manche Indologen gedacht, dass die urindogermanische Sprache Sanskrit war. Man geht heute davon aus, das stimmt nicht so ganz. Auch wenn es höchstwahrscheinlich ist, dass unter den heute gebräuchlichen Sprachen das Sanskrit am nächsten ist der urindogermanischen Sprache. Das Indogermanische gibt es vermutlich seit mindestens 2000 vor Christus. Manche nehmen an, es ist entstanden irgendwie 2200 vor Christus. Da gab es irgendeinen Stamm, der eine eigene Sprache hatte, irgendwo in der südrussischen Steppe, nach mancher Tradition um das Kaspische Meer herum. Und irgendwie um 1800 vor Christus gab es dann mehrere Wanderbewegungen. Die eine, die dann eben nach Persien und Indien geführt hat. Eine zweite, die dann zunächst nach europäischen Russland geführt hat. Und von dort in verschiedenen Wellen dann den Mittelmeerraum und dann später auch Mitteleuropa, Westeuropa, Nordeuropa erobert hat. Ja, soweit zur indogermanischen Sprachen. Vielleicht noch eben in diesem Hinsicht sind eben die heutzutage die meisten der europäischen Sprachen mit Ausnahme vom Finnischen und Ungarischen, eventuell auch das Baskische, sind heute eben, gehören zur indogermanischen Sprachfamilie. Persisch gehört dazu und die meisten nordindischen Sprachen. Weshalb es zum Beispiel für einen Europäer leichter ist, Hindi zu lernen als Chinesisch. Und für einen Inder leichter ist, Englisch zu lernen als, ja auch wieder, Chinesisch oder Japanisch, welches andere Sprachfamilien sind. Wiederum ist es einfacher für einen Israeli Arabisch zu lernen, als für einen Araber zum Beispiel Chinesisch, denn Hebräisch und Arabisch gehören zur semitischen Sprachfamilie. Und so kann man also verschiedene Sprachfamilien unterscheiden. Aber ehe ich mich jetzt aufs linguistische Glatteis begebe, schließe ich lieber den Vortrag. Wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und wenn du irgendwas ergänzen oder korrigieren willst, bitte schreib es in die Kommentare. Danke.